Da ruckelt er sich wieder ein zurecht. So, hier sind wir in einem weiteren Mammuthain. Oh, das ist der gleiche. Ist das der gleiche? Bin mir gar nicht so sicher. Oh oh. Oh oh. Nein, was ist denn jetzt hier? Hat sich wieder eingekriegt. Vielleicht nicht so gut hier lang zu laufen. Boah, dieses Spiel, ey. Die Performance dieses Spiels, die ist so beschissen, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Da kannst du sonst was für einen Rechner haben. Da kannst du knicken, ey. Selbst mit einer GTX 1080 hast du hier. Das Nachsehen, das ist echt nicht normal. So wirklich richtig gehe ich noch nicht. Aber egal. Wir gehen hier einfach mal durch die Walachei. Schön sieht es ja aus, wenn die Sonne da durchscheint. Ja, aber es ist auch alles. Oh. Cool, was habe ich denn hier gefunden? So, wie ist es, wird dunkel. Ich guck mal, ob ich da drin pennen kann. So. Also gucken wir das mal an, was ist das hier? Ein interessanter. Turm. Nun gut. Ein Magierturm oder was? Okay, was, wie heißen die Dinger? Krass.
ist das hier? Das Truhen? Truhen, wo nichts drin ist? Nein. So. Ich guck mich mal um. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn man dann noch höher geht. Müsste man mal testen. Kann man jetzt rausgucken oder was? Ja, mehr ist da nicht. Okay. Hätte ja sein können. Was habe ich jetzt? Hellgrüner Stein. Gneist Pflasterstein. Geschenk. Eine lustige Geschenkbox. Ich mein Teppich. Das ist ein Teppich. Das ist aber ein dicker Teppich, Alter. Was ist das denn für ein Teppich? Ich möchte eigentlich nur wissen, ob es hier noch was drunter gibt. Unter diesem Teppich. Scheinbar nicht. Okay. Nicht wissen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Am besten so. So. Okay. Sieht auf jeden Fall cool aus. Wir futtern mal den Cheesy. Achso, und ich muss den natürlich noch einen Namen geben. Und zwar ist das jetzt... Eigentlich ist es nur... Der dunkle Turm. Oder der schwarze Turm. Wie heißt der? Hm. So, auf Englisch hört sich das noch besser an. Klingt das direkt mysteriöser? The Dark Tower. Ooh, yeah. Gut. Wir gehen mal weiter. Ist schade, dass die Geschenkboxen nicht gefüllt waren. Das, wäre noch besser gewesen. Was? Alter.
Wo? Will der mich? Der will mich doch wieder ein Enderman veräppeln. Aber hier war ich. Hä? Habe ich einen Tower gefunden an der Stelle, wo ich schon war? Ist ja interessant. Hey! Ey, Kollege! Komm doch mal her! Ich glaube, der mag mich nicht. Was sind das für Deppen? Naja, komm, egal. Verfolgt mich jetzt wieder ewig und irgendwann will der mich erschrecken, ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Na ihr? So, jetzt gehen wir hier schön entlang an diesen riesigen Eichen. Und jetzt bin ich hier schon an Stellen, wo ich denke, Mann, hier könnten doch Mangroven wachsen. Aber nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich werde diese Mangroven nie finden. Habe ich so langsam das Gefühl. Verdammt, muss ich meine Küche im dunklen Holz machen? Das finde ich nicht so toll. Finde ich nicht so nett. So, jetzt bin ich da, wo ich hin will und jetzt muss ich in... ziemlich genau in die Richtung. Südost. Ja, es ist doch nicht die Möglichkeit. Okay. Sehr zerklüftet hier diese Gegend. Sehr zerklüftet. So, geht da schon wieder die Sonne unter. Schön, schön, schön. Ich muss mir noch mal ein Nachtlager aufschlagen. Können wir... hier machen. Und gute Nacht. Und weiter. Ich sehe hier aber auch nichts, was irgendwie mal nach einem anderen Baum aussieht, nach einem mir noch unbekannten. Ist doch nicht so Possibility. Mann. Mo.
Ja, ich war heute mal wieder beim Friseur und zwar bei den Türken. Denn ich kann nur jedem empfehlen, zumindest jeden Herren, weil bei den Frauen weiß ich halt nicht, wie das so ist. Auf jeden Fall kann ich nur den Herren der Schöpfung empfehlen, mal beim Türken zum Friseur zu gehen. Denn egal wo ich bisher beim Türken zum Schneiden war, die machen das immer sehr hervorragend mit ihrer ganz eigenen Technik. Nur zu empfehlen. Wie komme ich da jetzt drauf? Keine Ahnung, weil ich gerade das. Es riecht. Hier. So. Oh. Ah, jetzt weiß ich warum. Ernsthaft? Warte mal. Oh. Okay. Das, ja. Das sieht nach einer Menge Wasser aus. Ja, obwohl es geht eigentlich. Geht eigentlich, dann gehen wir mal da. Gehen wir mal vorbei. So. Es ist da nicht eben. Ich sehe es noch und fange schon vorher an zu schreien. Aber ich hatte gerade gedacht, ich gehe gerade noch so knapp drumherum irgendwie. Habe ich mich da wohl ein wenig Scheiße. Verschätzt. Sag mal. Was ist denn los, ey? Hans Kucki in Luft ist wieder unterwegs. Kennt ihn jemand? Kennt jemand Alfons Zitterbacke? Oder einer flog übers Kuckucksnest. Ich glaube, da sind die meisten zu jung für. Ist, ja. Oh nein, wir kommen jetzt schon wieder solche alten Filmklassiker. Gehen mir durch den Kopf. Stanley Kubricks Odyssee 2001 im Weltraum. Sollte man mal gesehen haben. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber da wurde ich je unterbrochen. Mitten im Satz schmiert er ab. Naja, auf wo ich stehen geblieben. Ja, genau. Odyssee. Die Odyssee, weil ich mir hier gerade auch vorkomme wie eine. Wie auf einer Odyssee. Odyssee des Mangroven Suchens irgendwie, keine Ahnung. Huch. Ist ein abgedrehter Film auf jeden Fall. Ein sehr abgedrehter Film mit ganz, 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 ganz vielen Anspielungen. Oh. Was? Wo bin ich denn jetzt reingelatscht? Den Film kann man sich, glaube ich, 20 Mal angucken und hat doch noch nicht alle Anspielungen gerafft und überhaupt. Und auch ein sehr skurriler, abgedrehter Film, den man
Ob ich auf jeden Fall erst gucken sollte, wenn man volljährig ist, ist Clockwork Orange. Auch verdammt abgedreht. Anklagend einer gewissen Gesellschaftsschicht gegenüber und naja, sexuelle Praktiken, ja, nein, ich will dazu gar nichts sagen. Muss man sich anschauen.